Hallihallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Cooking with Daily Family Stories. Wir sind heute wieder bei Planer Küchenland in Ravensburg und wir machen heute zusammen eine No-Bake Cheesecake Torte mit Erdbeeren. Super fruchtig, lecker, frisch, genau jetzt für die kommende, hoffentlich warme Jahreszeit. Und zwar schaut euch doch mal diese leckere Torte an. Und ja, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr sie nachmacht. Und die ganzen Zutaten, die kommen jetzt. So, wir beginnen jetzt mal direkt mit den ganzen Zutaten. Das Tolle an der Torte ist ja, das ist eine No-Bake-Torte. Also, wir brauchen erstmal Butterkekse, Butter für den Boden und für die Creme brauchen wir frische Erdbeeren. Schön fruchtig, gerade jetzt für die warme Zeit, die jetzt bald hoffentlich kommt. Ja, ansonsten brauchen wir Quark, Frischkäse, Zucker, Vanillezucker, ein bisschen Gelatine oder Agative. Ich habe hier Agative mit ein bisschen Wasser, das verrühren wir dann später. Genau, und dann würde ich mal sagen, wir machen jetzt erstmal die Kekse klein. Ja, wie gesagt, wir müssen als allererstes die Kekse zerkleinern. Das könnt ihr in einer Küchenmaschine machen oder wenn ihr keine gerade da habt, einfach in eine Tüte schmeißen und mit einem Nudelholz einmal drüber gehen. Das geht auch hervorragend. Ja, und anschließend dann nur noch mit der Butter vermengen und in eine Springform geben und alles schön festdrücken mit einem Glas oder einem anderen glatten Gegenstand. Einfach gut andrücken. Genau. So, der Boden ist jetzt schon bereits in der Springform. Ich habe vergessen zu erwähnen, nehmt am besten Backpapier unten drunter, dann löst ihr das viel, viel leichter aus der Form. So, wir machen jetzt weiter mit der Creme. Dafür müssen wir jetzt erstmal Quark mit Frischkäse, Zucker und Vanillezucker vermischen. Und anschließend müssen wir unsere Erdbeeren erstmal, ja, ich sag mal halbieren, ne? Denn wir brauchen erstmal nur einen Teil davon. Den tun wir einfach klein schneiden, tun es mit Wasser und Agative verrühren. Pürieren und müssen das dann kurz aufköcheln lassen. Genau, damit die Agative mal richtig aktiviert wird, sage ich mal. Ne? Ja, und anschließend lassen wir es kurz 2-3 Minuten abkühlen und dann müssen wir es nur noch mit der Quarkmasse vermischen. Davor aber müssen wir die Temperatur angleichen. Das heißt, ja, 2-3 Löffel von der Quarkmasse in die Erdbeermasse mit einrühren, kurz alles vermischen und dann zurück in die Quarkmasse. Alles kurz durchmixen und dann nur noch auf unseren Boden geben, aber zügig, ne? Denn die Agative, die wird dann sonst schnell fest. Ach, und ich habe ganz vergessen zu erwähnen, die ganzen Zutaten, die Mengenangaben findet ihr natürlich wie immer bei uns in der Infobox. Da könnt ihr alles nochmal ganz genau nachlesen.
So, unsere Creme ist jetzt auch schon drinnen. Ich habe sie noch am Ende noch ein bisschen glatt gezogen. Ja, jetzt muss sie erstmal für 3 bis 4 Stunden in den Kühlschrank, damit sie schön fest wird. Und dann machen wir erst weiter mit dem Erdbeerspiegel. Ach übrigens, und wenn ihr die Agative kocht, das habe ich total vergessen zu erwähnen, das dauert nur 2-3 Minuten. Also nur, bis ihr einmal kurz aufkocht, 2-3 Minuten köcheln lassen und das war's auch schon. So, also die geht jetzt erstmal, wie gesagt, in den Kühlschrank. So ihr Lieben, nachdem unsere Torte 3 bis 4 Stündchen im Kühlschrank gut durchgekühlt ist, machen wir jetzt weiter mit dem Erdbeerspiegel. Das ist im Prinzip fast das gleiche wie vorher, nur dass wir jetzt diesmal Zucker brauchen. Ja, wir müssen jetzt erstmal Erdbeeren, Agatine, Wasser und Zucker gut miteinander vermischen, pürieren und dann nur noch kurz aufköcheln. 2-3 Minuten ungefähr und anschließend dann auch unbedingt abkühlen lassen. Natürlich immer wieder durchrühren, damit sie nicht fest wird. Ja, und anschließend dann nur noch auf die Torte oben drauf geben und ja, für ungefähr 1 Stunde nochmal in den Kühlschrank stellen, damit sie auch nochmal gut durchkühlt. Ja, denn übrigens, wenn ihr die Erdbeerschicht nicht abkühlen lässt und sie direkt auf die Torte oben drauf gibt, könnte das sein, dass die Creme unten drunter dann schmilzt und das wäre ja natürlich nicht so gut. So, dann machen wir weiter. So, schaut euch mal die Torte an. Ich habe sie gerade aus der Springform rausgeholt. Also ich finde, die sieht schon mal ganz, ganz appetitlich aus. Ja, zwecks Deko könnt ihr euch eigentlich austoben, wie ihr möchtet. Ich habe mir überlegt, ich mache jetzt erstmal Sahne und dann mit einem Spritzbeutel mache ich hier ein paar Sahnefiguren. Ja, anschließend dann noch ein paar Erdbeeren, die ich mir vorhin zur Seite gelegt habe. Ich werde sie wahrscheinlich vierteln und dann auch auf der Torte verteilen. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir machen jetzt weiter mit der Schlagsahne. Die tun wir jetzt erstmal steif schlagen mit Zucker und ein bisschen Sahne steif. Ja, und dann machen wir weiter. So, ihr Lieben, meine Torte ist jetzt fertig dekoriert. Schaut sie euch doch mal an. Ich habe noch ein paar Pistazien mit draufgegeben, so als kleinen Eyecatcher. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann gerne einen Daumen nach oben und auch gerne abonnieren, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Ja, und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr die Torte nachmacht, nicht nachbackt, denn die muss man ja nicht backen, nachmacht. Und ja, bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Tschüssi!